wohin man hier auf der Essener Motorshow auch guckt, man sieht Felgen. Felgen in den verschiedensten Variationen und Dimensionen. Von Chromfelgen, Standardfelgen, lackierten Felgen bis hin zu, ihr hört richtig, folierten Felgen. Und die Firma Emotion Wheels aus Ratingen macht es vor. Claudio Cello, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Felgen zu folieren? Ja, wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht, was wir verändern können, mit wenig Aufwand viel erreichen und haben dann gesagt, okay, wir haben Edelstahlblades, wir arbeiten sehr viel mit Edelstahl und haben dann gesagt, aufgrund unserer austauschbaren Räder folieren wir einfach mal so ein Rad und mal sehen, wie es ist. Wir können hier zum Beispiel bei dem Emotion Wheels Face, können wir die Blades ja austauschen. Sie sind als Ersatzbedarf geeignet und dann haben wir gesagt, da ziehen wir jetzt eine Folie drüber, machen da verschiedene Farben raus und sind super, super flexibel. Und wie man hier sieht, ist das Ergebnis sehr, sehr positiv. Das heißt, dass man im Prinzip hier diese Blades rausnehmen kann? Man kann, sie sind von hinten verschraubt. Man hat die Möglichkeit, dieses Blade ohne weiteres auszutauschen. Dadurch ist die Folierung für uns sehr einfach. Es ist kein einfacher Prozess, aber wir haben es so hinbekommen, dass es auch wirklich standfest ist und auch wirklich funktioniert, ja? Auch wetterungsbedingt. Also es ist kein Problem, ob Schnee, Regen, Matsch, es funktioniert wirklich super. Was kann man denn noch alles in der Felge folieren? Wir haben die Möglichkeit bei unseren Rädern zum Beispiel, wie bei dem Wasabi-Rad, können wir das Bett folieren. Hier hat man die Möglichkeit, wirklich schön tief reinzugehen mit der Folie und eben halt hier ein super, super großes Ergebnis zu erreichen. Claudio, folierte Felgen, top und für mich mit Sicherheit der Trendtipp für 2011. Dass sich die Felgenhersteller auch trauen, was Außergewöhnliches zu kreieren, das kann man unschwer an diesen Felgen von der Firma Dodge sehen. Folierte Felgen, außergewöhnliche Felgen. Möchte man aber was Sportliches, Außergewöhnliches haben, ist man bei der Firma Gewe genau an der richtigen Adresse. Matthias, ihr bringt extra zur Motorshow drei neue Felgenmodelle von ASA raus. Welche sind das? Das ist zu einem die AR1 RS Race, ein klassisches Y-Speichenrad in schwarz durchlackiert, mit der Besonderheit, dass wir hier die Möglichkeit haben, mit Farbringen zu arbeiten. In was für Farben gibt es diese Felgenringe? Die Felgenringe gibt es in den Farben Grün, Weiß, Rot und Gelb. Das zweite Modell ist die GT3. Die GT3 machen wir in 18 bis 20 Zoll, made by BBS. Und natürlich interessiert mich auch noch das dritte Modell. Das dritte Modell ist die GT2. Wir haben es in schwarz frontpoliert gemacht, auf vielfachen Kundenwunsch, weil es da einfach am besten rüberkommt. Und eure drei Modelle gucken wir uns jetzt auch mal im Detail an. Wir haben hier das GT2-Design vor der Hinterachsoptik. Und hier haben wir ein Hinterachsrad, das ist die 9,5x19. Die Speichen ziehen sich sehr tief ins Center rein, was das Design einmalig macht.